Hallo ihr Lieben, hier ist Abo von Lavabo. Wir sind im zweiten Teil. Oh, hier wird geballert. Ich habe mal die Sounds angepasst. Im ersten Teil ist ja wirklich Sound und also Effekte und Musik übelst leise. Also YouTube hat da ordentlich nochmal dran rumgeschraubt. Und ich habe es jetzt lauter gemacht und hoffe, das ist dann gut. Wenn nicht, müssen wir es halt im dritten Teil nochmal anpassen. Das werden wir sehen. So. Guten Tag. Guten Tag. Wir hatten das schon verkauft hier. Und jetzt fliegen wir mal den Highway ab, denke ich. Ganz schön was los hier. So, zu unserem Elite-Angreifer. Ich habe mich doch dazu entschlossen, außerhalb des Let's Plays bzw. Gameplays ein bisschen Kristalle und so zu farmen. Weil man ja am Anfang doch das ein bisschen mehr machen muss, und wenn man dann aber andere Sachen macht, kann man dann wieder durchgehend aufnehmen. Aber ich denke mal wirklich jetzt 10 Folgen Kristalle farmen oder so, das wäre jetzt auch nicht gerade wirklich das Prickelnde. Wie gesagt, ihr könnt aber gerne in die Kommentare schreiben, ob euch sowas stören würde oder ob das egal ist. Elite-Angreifer. So, abdocken. Da gucken wir mal kurz hier, in welche Richtung ist am Ende egal. Wir fliegen hier mal ab, mal gucken. Wir müssten ja dann eigentlich hier wieder ankommen. Dann machen wir mal aus. Dann sollte das funktionieren. Irgendwie sind wir raus schon wieder. So, jetzt. Gucken wir uns das mal an. Immer abfliegen. Ich glaube, der müsste im Kreis laufen, der Highway. Dass wir das wenigstens so ein bisschen freigeschalten haben, und später können wir dann kleinere Schiffe zum Erkunden schicken. Ich werde mir erstmal dann, wenn ich ein bisschen Geld noch zusammengefarmt habe mit Kristallen, ein paar autonome Bergbauschiffe erstellen, die dann abbauen, was halt gerade in Argon Prime vorrätig ist. Da muss ich dann wieder gucken, ist schon ein bisschen Erreiche her. System, stiller Zeuge. Und dann Stück für Stück eine Wirtschaft aufbauen. Boah. System. Profit Center Alpha. Bin mal gespannt, wie das diesmal verläuft, das beim, wo ich letztens alleine gespielt habe, also ohne aufzunehmen. Da gab es ja teilweise übelste Verwerfung zwischen den Fraktionen, und Mark und Brian wurde dann sogar die Schiffswerft und das Raumdock zerstört, also. Wobei natürlich da die Frage ist, ob die das so wieder aufbauen können. Erreiche System. Leuchtendes Versprechen. Erreiche System Dreieinigkeit. Erreiche System sündhafte Vergeltung. Eigentlich schon an sich ist das Prinzip der Highways ja gar nicht so schlecht. Früher ist man immer von Tor zu Tor geflogen. System Ich würde mal denken, vorhanden. VR oder so wäre echt gut für das Spiel hier auch noch. Also jetzt nicht unbedingt Voraussetzung, aber es würde natürlich nochmal das ganze Spiel ein Stück aufwerten. Selbst wenn sie es extra verkaufen als DLC oder als eigenständiges Spiel, solange da alle Inhalte drin sind, kann man sich das dann echt überlegen. Ich hoffe auch, dass nach dem DLC Wiege der Menschheit, Erreiche dass dann System.
Anspruch des noch einen Pontifex. Session Pass kommt mit neuen DLCs. Oder halt nur einzelne DLCs, das wäre echt nicht schlecht. Weil die Grundlage ist ja gegeben. Gesegnete Vision. Grafik ist ja auch noch eigentlich top für so ein Spiel jetzt. Ich meine, da müsste jetzt nicht in den X5 rauskommen. Können ja das dann so gesagt aufwerten mit mehr DLCs. Von mir aus noch 10 Stück. Meiner Meinung nach. Erreiche System. Reiner Blick. Bin ich mal gespannt, ob wir wirklich da rauskommen, wie ich es in Erinnerung habe. Erreiche System. Weiter Kontakt. Fordere umgehend Verstärkung an. Erreiche System. Argon Prime. Ach, da sind wir schon wieder. Bremsen und auf die Karte gucken. Genau, und natürlich sind hier jetzt noch mehr an der Seite und überall. Aber jetzt haben wir schon mal ein bisschen was, wo wir dann Schiffe hinschicken können. Habe ich irgendwie so eine Sonde einstecken? Ich glaube es nie, oder? Ressourcensonde. Stoppen Sie. Wir werden Ihr Inventar scannen. Ja, dann scannen wir. Oh ne, ich habe was. Wir haben Schmuggelware entdeckt. Werfen Sie Ihre Fracht ab. Instabile Kristalle, ja, dann halt weg damit. Ich möchte jetzt am Anfang noch keinen Stress haben. Jetzt fliegen wir da mal ein Stück hin. Und setzen mal so eine Sonde aus, um mal gleich zu gucken, was hier an Ressourcen war. Erze. Silizium. Gleich viel. Ja, da könnte man zwei autonome Bergbauschiffe machen, immer Silizium und immer Erze. Und da müsste man natürlich hier gucken, ob hier entsprechende Fabriken das annehmen. Ich fliege mal hier zum Raumdock und gucken, ob ich ein ganz billiges Schiff zum Aufdecken mir schon kaufen kann. Das müssen die viel haben, einfach nur fliegen können. Das kann ich schon per Hand schicken am Anfang. Was macht der jetzt gerade? Achso, der fliegt nicht direkt, sondern schräg drauf zu. Ja, ist ja gar nicht so schlecht. Ah, das, mir war es so, dass ich zuletzt gespielt habe, der dann immer versucht hat, noch den Highway zu nutzen, obwohl es manchmal schwachsinnig war. Das scheint jetzt aber nicht mehr so zu sein, jetzt ist er direkt geflogen. Autopilot ausgeschaltet, Autopilot eingeschaltet. Autopilot ausgeschaltet. Wobei, ich kann ja bestimmt von hier aus handeln, oder? Nein, nee, boosten. So. Schiff kaufen. Irgendwas Billiges. Bitte Erlaubnis zum Andock. Andock-Erlaubnis erteilt. Es war das kleine Kurierer. Kuriermensch natürlich. Wie viel hatte ich denn? Das hatte ich, glaube ich, oder?
Was sagt die Geschwindigkeit? Na, aber hier 226. Speer 249. Abhangjäger. Ich nehme mal den Speer. Nicht genug Ressourcen auf der, na toll. Guck mal, was ist allrounder. Gefecht. Einhundertsechsunddreißig, 321. Beschleunigung. Reisegeschwindigkeit. Der Key nutzt ja auch die Reisegeschwindigkeit, nehme ich mal an, oder? Ach so, die kostet gleich 400 km oder was? Okay, dann doch nicht. Ja, dann nehme ich den hier, füge das mal hinzu. Könnte man hier nicht irgendwo in der Übersicht direkt sehen, was hier gebaut wird von denen? Ah, hier wird gebaut schon gerade. Da haben sie anscheinend noch Sachen gekriegt. Was ist denn dieses Zeichen da? Das ist der Händler, oder? Ach ne, eine Mission. Ne, ne, noch nicht. Da kann man den nämlich schicken, erkunden. Per Hand aber. Je nachdem, wie der Pilot ist, kann man dann auch, wenn es ein besseres, automatisieren. Das hat natürlich jetzt fast das ganze Kristallgeld aufgefressen. Aber wie gesagt, ich werde mal außerhalb ein bisschen Kristalle farmen. Wo habe ich gerade gedrückt, dass man das gesehen hat? Ah, keine Ahnung. Oder das ist ein Pferd. Ich guck mal. Ah, das ist ein Pferd, wie es aussieht. Moralpilot. Ja. Dann können wir den ersten Punkt mal wegmachen. Na. Ah, cool. Dann tut das jetzt selbstständig hier erkunden, nehme ich mal an. Und wenn wir fertig sind, schicken wir ihn in den nächsten Gebiet. Hier ist dann noch ein zweiter Highway. Aber ich gucke erstmal jetzt hier nach. Auch wenn das jetzt schon wieder Kristalle sind, hier noch ein paar Kristalle einsammeln. Gehört nun mal dazu. Ich habe Kapitän. Hat er einen Kapitän gehabt oder nicht? Also, das bin ich.
Gerade gewundert. Okay. Naja, am Anfang muss man echt ein bisschen Kristalle farmen, aber wie gesagt, man kriegt auch ordentlich an Geld dafür raus. Und wenn man dann das ab und zu mal macht, kann man sich dann halt entsprechend Schiffe leisten und die dann auch entsprechend irgendwas abbauen lassen oder man muss sich Stück für Stück das halt dann finanzieren, so gesagt, und später gibt es natürlich dann Geld durch die Fabriken. Ab links schon, vielleicht haben wir heute ein bisschen mehr Glück. Da, oh. Müssen wieder reinbacken. Aber ich denke, jeder, der X gerne spielt, der wird ja verstehen, dass man das halt machen muss. Also unbedingt müssen, muss man natürlich ja gar nicht, aber eine gute Geldquelle für den Anfang ist, für Credits. Also eine Sache, bei sowas kann natürlich auch jederzeit irgendwas passieren. Zum Beispiel tauchen dann auf einmal Zehner auf oder so. Und das ist ja auch immer sehr interessant, wie das Universum schon dynamisch und eigenständig wirkt teilweise. Das macht da, denke ich mal, ein bisschen den Reiz des Spiels aus. Da hinten. Aber ein Einfachblinker wieder. Das ist jetzt hier mein Anfangsschiff, aber ich denke mal, vielleicht werde ich mir einen kleinen besseren Jäger kaufen, der dann halt ein bisschen beweglicher und schneller ist, oder Studien aufrüsten. Wobei ich denke, den hier abrüsten. Vielleicht ein bisschen mit der Geschwindigkeit am Anfang, weil man Kristalle farmt, aber an sich braucht man den dann nicht so viel Geld reinstecken. Da hinten hat es geblinkt. Ich denke mal, dass ich die Teile hier durchnummeriere, also in der Beschreibung dann kurz hinschreibe, was ich gemacht habe oder so, aber im Titel dann nur durchnummeriere, nehme ich mal an. Ah, das will ich auch noch nicht. Mal gucken. Na, zwei, drei große würden ja schon reichen. Ach, da hat's geblinkt. Oh, war das wieder eine Täuschung? Krass, wie die alle so lang wuseln, die anderen Schiffe. Na gut, ich denke mal, das werde ich dann echt außerhalb weitermachen. Ich fliege jetzt hier nochmal zur Raumstation. Beziehungsweise kann ich ja hier gleich weitermachen, ist ja egal, wo ich jetzt das.
Gameplay stoppe und wo ich dann weitermache. Und wenn ich wirklich dann mir was hole oder so oder spezielle Mission mache, da kann man ja dann wirklich Video von machen, aber wirklich Kristalle farmen, denke ich mal, oder Sachen, die mit längerer Zeit, darum könnte man jetzt auch alle hier machen, aber da hätte man dann nach 300 Folgen dann am Ende 50 Folgen Kristalle farmen, das ist ja dann, denke ich mal, dann ohne unbedingt zielführend. Naja, ich werde hier gleich nochmal weitersuchen. Ich hoffe, ihr seid auch beim nächsten Mal wieder mit dabei. Bis dahin, macht's gut. Tschüssi.